messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Messing with one of us, you ain't messing with the mom. The more we can know about their needs, and the more we can find to meet those needs, and anything you can tell us that can get us out there, any way we can get our message out. Was geht ab? Ich höre mir mal einen Podcast an und wir machen jetzt mal Overnight Oats, okay? Oh mein Gott. Diese Nüsse machen einfach süchtig und gehören nicht zu den Overnight Oats. Okay. Egal. Los geht's! Was geht ab? So, hier sind wir wieder vom Einkaufen wieder zurück. Und jetzt erkläre ich euch, was es mit den Overnight Oats auf sich hat, okay? Overnight Oats sind im Endeffekt Haferflocken. Oats übersetzt Haferflocken. Das Gute an Haferflocken ist, die sind super günstig und vor allem haben die die krassesten Nährwerte, okay? Halt, okay, 60 Gramm, ungefähr 60 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milligramm, davon aber kein Zucker, okay? Das sind langkettige Kohlenhydrate, die halt, der Körper braucht ein bisschen, um das umzuwandeln, aber dann sind es halt nicht so kurze Kohlenhydrate, sondern wirklich langkettige Kohlenhydrate, die halt über einen längeren Zeitraum halt als Energieressource, die über einen längeren Zeitraum als Energieressource vom Körper genutzt werden können. Ein paar 7 Gramm Fett ist wenig, 10 Gramm Ballaststoffe, das heißt ballaststoffreich. Und jetzt kommt 13,5 Gramm Eiweiß auf 100, okay? Das ist 1,5 Gramm mehr als Magerquark. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist super, super viele Eiweiße auch hier drin. Und Eisen und Zink auch sehr, sehr viel, auch ein bisschen Phosphor, Magnesium. Von daher einfach, Haferflocken sind einfach ein Wundermittel und noch so günstig, also einfach der Shit. Haferflocken sind der Shit. Okay, ihr wolltet eine Mengenangabe haben. Grundsätzlich ist es so, dass die Basis von Overnight Oats halt die Haferflocken sind. Das heißt, ich mache es immer nach Gefühl, okay, aber die Basis bleibt immer gleich. Mit Gläsern, okay, das seht ihr, große Ikea-Gläser. 1. Sagen wir so anderthalb, eins reicht auch. Ja. Habe ich jetzt anderthalb Gläser Haferflocken. Das ist relativ viel. Ich werde das heute nach dem Training essen. Das Gute ist, man kann das in so einer Tupperdose auch einfach so mitnehmen und egal wo einfach essen. Nach dem Training bietet sich das sehr gut an. Dann gehe ich nach dem Training auch sofort in die Sneak Preview, noch ins Kino. So, eine Tupperdose bietet sich jetzt auf jeden Fall an, weil es ist super praktisch. Man kann es sofort mitnehmen, kann ich sofort nach dem Training essen und danach noch in die Sneak Preview wieder ins Kino gehen. Von daher, Haferflocken sind drin. Jetzt kommt Kokosmilch, okay? Ich trinke keine normale Kuhmilch mehr. Das habe ich auch in einem anderen Video, in einem Einkaufsvideo erklärt. Weil ich einfach denke, dass man als Mensch nicht die Muttermilch eines anderen Tieres nehmen sollte oder kann, weil wir sind die einzige Spezies, die das wirklich machen, die einfach die Muttermilch eines anderen Tieres nimmt, das ist eigentlich so super pervers und komisch ist, auch auf molekularer und gesundheitlicher Ebene, ist Kuhmilch wirklich nicht optimal für den menschlichen Körper gemacht. Deshalb hier Kokosnussmilch, da ist im Endeffekt nichts drin, also da ist ein bisschen paar Kohlenhydrate drin, also nur 2 Gramm auf 100 Gramm und im Endeffekt ein bisschen Vitamin D und ein bisschen Vitamin D und ein bisschen Vitamin B zugesetzt. Das fülle ich jetzt. Ich fülle da so viel rein, dass es die Haferflocken sozusagen easy abdeckt. Oder so, dass die Haferflocken, ich weiß nicht, ob man sieht, jetzt so leicht da drin schwimmen, okay? Und ab jetzt ist eure Kreativität freien Lauf gelassen, okay?
Die stelle ich mal gleich sozusagen 8 Stunden lang in den Kühlschrank und danach hole ich sie raus und fertig sind sie. Dann sind sie halt schon ein bisschen eingeweicht, ein bisschen einfacher zu verdauen. Deshalb halt auch Overnight Oats, dass sie halt mindestens 8 Stunden lang stehen und halt einfach diese Flüssigkeit aufnehmen und halt einfach ein bisschen weicher werden. Dadurch sind sie wirklich, wie gesagt, einfacher zu verdauen und somit kann der Körper sofort die Energie wieder auffüllen. Das ist der Vorteil an Overnight Oats. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Ich mag es immer sehr gerne mit Früchten, okay? Heute nehme ich eine Orange rein und ein paar Heidelbeeren, wie die waren im Angebot, habe ich mir mal gegönnt. Sehr gerne tue ich auch noch Nüsse rein, okay? Um auch noch die Fettressource drin zu haben. Gerne tue ich da die Para- und Pekannüsse ein. Diese sollte man aber vorher in Wasser einlegen, okay? Das heißt, ich werde hier so eine Handvoll Pekannüsse ins Wasser tun. Das sind Pekannüsse, Handvoll Paranüsse und vielleicht noch eine Handvoll Cashewnüsse, Cashewkerne, nicht Cashewnüsse. So, jetzt habe ich ungefähr hier so ein kleines Glas voll mit Nüssen, das mache ich nochmal ein bisschen voller. Die Nüsse lasse ich auch einfach 8 Stunden stehen. Das passt ganz gut mit den Haferflocken, dass sie einfach beide eine gleich lange Stehzeit haben. Das muss dann auch nicht wirklich 8 Stunden sein. Es geht nur darum, dass sie halt wirklich im Wasser liegen und dadurch halt die Verdauungshemmstoffe sich in das Wasser hier reinlösen werden. Das merkt man auch sofort. Nach den 8 Stunden wird das Wasser relativ dunkel sein. Dann gieße ich einmal das Wasser ab, spüle die nochmal durch, gieße es nochmal ab und dann sind die Nüsse halt auch viel fruchtiger, okay? Nicht mehr so trocken, sondern echt so frisch fruchtig fühlen die sich an. Aber nicht eingeweicht und labbrig. Von daher ist echt eine gute Sache. Ja. Das heißt hier gleichzeitig Nüsse einlegen. Die kommen jetzt danach dann noch in das in die Overnight Oats rein. Jetzt schneide ich hier die Orange klein. So, die Orangen habe ich jetzt da schon reingetan. Jetzt tue ich noch Geheimtipp. Aber nicht Geheimtipp, Chiasamen rein, okay? Wenn Chiasamen längere Zeit stehen, quellen die auch ein bisschen auf. Von daher bietet sich es auch super an, Chiasamen in die Overnight Oats reinzumachen. Bei Chiasamen solltet ihr darauf achten, nicht mehr als 15 Gramm zu benutzen. Denn auch diese haben irgendwelche Stoffe, Schwefeldioxide. Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall soll man nicht mehr als 15 Gramm Chiasamen essen. Wenn einer von euch weiß warum, kann das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da gerne für jede Auflegung. Kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin dankbar für jede Aufklärung, die ich da auch bekomme. So, jetzt habe ich da noch ein paar Chiasamen drin. Jetzt könnt ihr noch variieren, okay? Entweder zum Beispiel noch ein bisschen Bio-Amaranth reintun, habe ich heute nicht so Lust drauf. Oder was ich auch super gerne mache, Peanut Butter, okay? Peanut Butter habe ich heute Bock drauf. Halt ein bisschen Peanut Butter reinhauen. Richtig geil ist auch, wenn man einfach ein Snickers klein schneidet und ein klein geschnittenes Snickers da reinhaut. Ansonsten auch Bananen, jegliches Obst, alles machbar. Auch zum Beispiel Kakao. Ich habe hier so 100%igen Kakao. Okay, der ist ungesüßt. Das heißt, man hat wirklich echt nur den Kakao, der halt ja auch sehr gesund ist, sehr viel Eiweiß hat und halt einfach nochmal ein bisschen diesen Schokoladengeschmack bringt. Aber halt nicht diesen süßen Schokoladengeschmack, sondern halt einfach echt dieses Kakao halt, was einfach super geil ist. So, ich meine noch so ein Spoon Protein, so ein Spoon, Erdnussbutter. ein Löffel Erdnussbutter rein. Sorry für die englischen Begriffe. Das muss man so ein bisschen unterreiben. So, ich zeige euch jetzt noch einmal. Das sieht jetzt ungefähr so aus. Man kann auch noch sehr gut Proteinpulver zum Beispiel reinmachen oder andere Sachen. Ich werde jetzt noch ein paar
Heidelbeeren reinhauen. Aber es geht halt wirklich um das Grundprinzip, dass halt einfach Haferflocken einfach super geil sind, die man dann halt auch sehr gut in so einer Bowl mitnehmen kann und halt echt ein sehr gesundes Essen hat, was sehr günstig ist und was einfach auch super praktisch ist und gut schmeckt. Ich weiß gar nicht, wieso ich mal Blaubeeren sage. Es sind natürlich Heidelbeeren, aber im Sauerland sagt man halt einfach Blaubeeren. Von daher nenne ich sie einfach Blaubeeren. So, ich habe mir gedacht, okay, ich tue jetzt kein Erdbeerproteinpulver rein, kein Kakao rein, weil halt einfach echt die Heidelbeeren und die Orangen sind noch was Besonderes, isst man nicht so oft. Und da will man halt auch das wirklich schmecken, was man da reintut. Ich warte jetzt noch 6 Stunden, dann tue ich hier die, oder 3 Stunden noch, dann tue ich hier die Nüsse auch noch da rein. Also wasche die erst ab, dann tue ich die da rein. Und dann habe ich hier meine fertigen Overnight Oats, die ich sofort mit zum Training nehme und nach dem Training sofort verspeisen kann und dann in die Sleep Preview gehen kann. Was sozusagen mein einziger, was so eines meiner Freizeitprogramme ist, die ich mir mal ab und zu gönne. Und bin ich mal gespannt, was für ein Film heute kommt. Und wenn ihr noch Fragen habt zu den Overnight Oats, gerne an mich. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Kochvlog, beim nächsten Travelvlog oder beim nächsten Basketvlog. Peace. Yeah, yeah.